Appenzeller machen nicht nur fantastischen Käse und leben in einer malerischen Landschaft. Sie gelten auch als besonders experimentierfreudig. Sie lieben Traditionen und machen selber neue. Und sie sind ein stolzes, farbenfrohes Völkchen. Hallo miteinander, seid willkommen im Appenzellerland. Na, wenn das keine freundliche Begrüßung war, da sind wir also schon mittendrin im Appenzellerland. Wir gucken uns auf der Karte an, wo das eigentlich genau liegt. Na klar, in der Schweiz, und zwar in der östlichen Schweiz. Wir besuchen natürlich das Dorf Appenzell, brechen in Geis auf zum Geißentrekking, also Wandern mit Ziegen. Und später geht's noch rauf ins imposante Alpsteingebirge. Das Appenzeller Land besteht aus zwei Kleinstkantonen, Appenzell-Innerrhoden und Appenzell-Außerrhoden. Innerrhoden ist katholisch, Außerrhoden ist protestantisch. Die feinen kulturellen Unterschiede, die daraus entstanden sind, die werden gehegt und gepflegt. Man könnte auch sagen, die Appenzeller lieben ihre Traditionen. Aber sie wissen auch, dass jede Tradition einmal von mutigen Vordenkern erfunden worden ist. Und deshalb erfinden sie auch gerne Neues. So gibt es im Appenzeller Land neben der grandiosen Natur eine Menge zu entdecken. Der Alpstein, das markanteste Massiv der nördlichen Voralpen. Ein hoch aufgefaltetes Gebirge mit steilen Flanken, kleinen Seen und Bergdörfern, in denen bis heute Käse hergestellt wird. Hier am Seealpsee wird aber nicht der berühmte Appenzeller hergestellt. Der wird in einer Produktionsgemeinschaft von über 50 Käsereien vorwiegend maschinell gefertigt. Nein, im Alpstein käsen Hans und Daniela Gmünder noch fast wie früher. Ja, wir machen natürlich einen Alpkäse, oder? Und ein Alpkäse ist nur, wenn die Kühe auf der Alp sind und hier oben auch gemolken werden und der Käse auf der Alp hergestellt wird. Täglich wird Käse geschmiert. Tabea Riemensperger, die auf der Alp aushilft, bürstet die Käseleibe mit Salzwasser ab. Die Bakterien in der Schmiere und auch im Kellerraum bringen den Käse zum Reifen. 12 Sorten aus Rohmilch, von der Kuh und von der Ziege, werden auf der Alp Spitzigstein hergestellt. Ihre Spezialität, der Schlipfer. Ein Frischkäse, den die Senner früher produziert haben, weil er schon nach einem Tag gegessen werden kann. Hans Gmünder hat ihn wiederentdeckt. Und er hatte auch die Idee, was man mit der Molke, die beim Käsen übrig bleibt, alles machen kann. Zum einen bekommen die Schweine, die die Familie mit auf die Alp nimmt, die Molke. Bei den Tieren sorgt sie für langsameres Wachstum. Das Fleisch wird aromatischer und fester. Zum anderen ist die warme Molke auch für entspannungsbedürftige Touristen geeignet. Ein Bad darin macht die Haut seidenweich und zeigt schnell seine Wirkung. Wellness pur. Also hier bleiben wir jetzt drin, bis wir komplett verdampft sind, Pauli. Unten ist das so, fühlt sich das so komisch an, ja. So Stücke. Es ist eigentlich ganz angenehm. Es ist super angenehm. Es hat so eine weiche Konsistenz, ein bisschen anders als Wasser. Hier könnte ich schon noch ein bisschen drin bleiben. Wie Milch, irgendwie so. Für Thomas Hellmann und Tochter Paula gibt's noch einen Drink. So, zum Wohl, ihr zwei. Da ist noch euren Sirup. Jetzt wird's perfekt. Dankeschön. Ja, Paulchen, Prost. Oh. Am Fuße des Alpsteins liegt Appenzell, der Hauptort des Kantons Appenzell-Innerrhoden, mit gerade mal 5.700 Einwohnern. Es ist das touristische Zentrum der Region, ideal für einen kleinen Einkaufsbummel. Einmalig sind die Fassadenmalereien, die Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden sind. Kunsthandwerker Roger Dörich, der hier aufgewachsen ist, führt uns in die Hauptgasse mit den prächtigsten Häusern. Viele Fassaden hat Kunstmaler Johannes Hugentobler gestaltet. Sein erstes Werk, die Löwendrogerie mit ganz unterschiedlichen Heilkräutern. Und weil es den Appenzellern gefallen hat, machten sie ihren Ort immer bunter. Ja, wir sind ein innovatives, experimentierfreudiges Völklein. Ja. Und ich glaube, mit der Produktion, sei es in der Lebensmittelbranche oder im Handwerk, man pflegt das Traditionelle, aber man wagt den Schritt
in etwas Neues. Ja. Speziell mit der Malerei, mit Hugendobler in seiner Zeit so etwas Gewagtes zu machen. Und es bleibt. Auch die Brauerei Locher, ein Familienbetrieb in fünfter Generation, ist bekannt dafür, gerne mal Neues auszuprobieren. Und dabei vor allem regionale Zutaten zu verwenden. Zum Beispiel für Hanfblütenbier oder bei Neumond gebrautes. Achtung, Stufe da, okay. Wir gehen gerade da hinten rechts. Die Brauerei ist aber nicht nur für ihr gutes Bier bekannt. Orell Meyer, der Geschäftsführer, führt Roger in den Keller, in dem er, wie er sagt, das flüssige Gold lagert. In Dutzenden von Bierfässern, die der Chef des Unternehmens, Karl Locher, in einem alten Pferdestall gefunden hat. Ihm kam die Idee, Whisky herzustellen und ihn dann in diesen alten Bierholzfässern zu lagern. Probieren wir doch hier gerade mal ein Schlückchen von dem flüssigen Gold. Und das holen wir jetzt wieder raus, das, die alten Malzaromen. Das riecht man deutlich beim Whisky. Es erinnert einem an die Bieraromen, das Malzige, ein bisschen Süße, Schwere. Und das gibt einen guten Grundcharakter. Das Ursprungsdestillat hat selbst verdünnt noch gut 65% Alkohol. Gut, Roger, jetzt habe ich da noch etwas von das Gefühl. Nach 4 bis 5 Jahren wird das Destillat in anderen Fässern gefinished. Das heißt zweitgelagert, in Brandy, Cognac oder Weinfässern, die dann dem Whisky seine ganz eigene Geschmacksnote geben. Orell empfiehlt Roger einen Whisky aus dem Portweinfässchen. Die rote Farbe vom Portwein hat nach einjähriger Lagerung bereits auf den Whisky abgefärbt. Ja, willst du das Fass gerade mitnehmen? Roger, zum Wohl, schön, dass du da bist. Die Appenzeller Whiskymacher räumen jährlich internationale Preise ab für ihre Sentis Malt Editionen. Und dann zeigt uns Roger noch sein eigenes Projekt: das Zunfthaus in Appenzell. Er kaufte ein altes Stadthaus und baute es zusammen mit 5 anderen Handwerkern um. Hoi, Cosma. Die Idee, an einem Ort gemeinsam altes Handwerk ausüben und es mit innovativen Produkten überlebensfähig machen. Cosma Impellizzeri zum Beispiel stellt traditionelle Schuhe für die Sennertracht her. Aber er fertigt nach diesen Modellen auch neue Schuhe für den Alltag. Mir ist sehr wichtig, dass das, was ich herstelle, beseelte Produkte sind, die nachhaltig und nachvollziehbar sind, den Leuten auch wieder nahezubringen, woher die Gegenstände, die wir im Alltag brauchen, kommen. Und so ist für mich das Zunfthaus eine wahnsinnig schöne Geschichte, da wir hier einmal in der Woche die Türen aufmachen und allen interessierten Leuten auch zeigen, wo die Produkte herkommen. Cosma verwendet Leder und Felle aus der Schweiz und von italienischen Gerbereien. Sehr bequem sind seine Kuhglocks. Individuell gestaltet sind auch die Klopapierhalter oder dieses moderne Lampendesign. Hergestellt wurden sie in einer alten Zinngießerei, die Handwerkergemeinschaft im Erdgeschoss eingebaut hat. Sibylle Bixel entwickelt und fertigt Schmuck und Gebrauchsgegenstände, wie auch diese Fondue-Gabeln. Ein originelles Andenken an das Appenzeller Land. Na, da hat man auch gleich viele schöne Mitbringsel gefunden. Von Appenzell-Innerrhoden geht es jetzt nach Appenzell-Außerrhoden in ein Wandergebiet, das bestens für Familien geeignet ist. Auch weil dort ein ganz besonderer Spaß angeboten wird. Wandern mit Ziegen. Geisentrekking heißt das. Allerdings, die haben ganz schön große Hörner und ich bin mal gespannt, ob die Ziegen nicht zickig sind. Mit der Appenzeller Bahn geht es durch hügelige Voralpenlandschaft nach Geis. Familie Klee aus Basel will an einem Trekking mit Geißen teilnehmen. So nennt man Ziegen hierzulande. Der Ausblick ist fantastisch. Silvia und Thomas Rupp warten schon mit ihren Tieren. Hallo miteinander. Hi, ja, willkommen bei den Geißen. Die sind recht groß. Ja, sind kastrierte Ziegenböcke. Aber wir haben auch kleine mitgebracht, also junge. Ja. Das ist der Linus, der ist auch angeschrieben hier. Genau. Und der Rocky ist dort hinten. Sind, von der Rasse her sind die heißen Capra Grichas.
Es gibt verschiedene Sorten, das heißt ein bisschen die dunklere Variante. Darf man sie berühren? Ja, ja, genau. Ja, ja, einfach immer auf die Hörner aufpassen. Die Ziegenböcke sind Schweizer Rassen. Luzi ist eine gemsfarbige Gebirgsziege. Nino ein Neraverzasker aus dem Tessin. Und Haré eine sogenannte Pfauenziege. Mit der Flasche aufgezogen wurden die Böcke früh an Menschen gewöhnt. Ihr müsst daran denken, ihr führt, nicht die Ziegen führen euch. Ja? Genau. Die Trekkingtour führt zum Gebris, dem nördlichsten Schweizer Voralpengipfel. Zuvor geht's aber auch mal nach unten. Wie klappt's denn mit den Geißen? Das ist lustig, das ist richtig toll. Es läuft immer richtig. Das ist lustig, sagt sie. Es ist immer was los. Und das ist natürlich schön, dass wir das Gepäck nicht selber tragen müssen. Annetta und ihre Familie lernen schnell. Mit Ziegen, pardon Geißen, sollte man vorausschauend umgehen. Vor allem die Kleinböcke sind kaum zu halten und ziemlich clever. Höhenmeter müssen überwunden werden. Wie geht's Mathieu, dem Familienvater? Wie ein Kindergarten, nein, manchmal. Es will jeder zuvorderst sein. Meine zum Beispiel, der Harry, der will immer vorne sein und kann gar nicht hinten laufen, geht gar nicht. Ankunft auf dem Sommerberg auf 1300 Meter. So, jetzt sehen wir einen außergewöhnlichen Einblick in den Alpstein. Und was ihr jetzt seht, ist so quasi das östliche Ende. Der große Berg, das ist der hohe Kasten. Da hat so ein Drehrestaurant oben. Kannst reinsitzen und fährt einmal rundherum. Entlang der Route stehen kleine Hütten. Laura, eine Appenzeller Ziege, erklärt, was zu tun ist. Eine Hollywood-Schaukel ist nicht nur für Promis. Die tolle Aussicht ins Rheintal und nach Vorberg fasziniert alle. Oh, Schaukeln mit Blick nach Vorarlberg in Österreich. Und weiter geht's. Etwa 10 Kilometer umfasst die gesamte Rundtour. Vom Gebris aus dann die schönste Aussicht auf die Appenzeller Bergwelt. An dieser Station können Florina und Lili verschiedene Glockenarten bimmeln lassen. Viel Lärm um nichts, aber macht Spaß. Die Geißeneltern haben Wasser dabei. Was begeistert sie an ihren Tieren? Ja, sie sind wirklich was Besonderes. Es ist so schön, mit ihnen unterwegs zu sein. Und ja. Ich hätte sie jetzt als die Katzen der Wiederkäuer bezeichnet. Weil sie sind frech, sie sind witzig, sie sind intelligent, das muss gute Zäune haben. Kaum ist eine Tür einmal offen, dann sind sie raus. Genau. Und ja, es ist halt schön, kommst heim, Feierabend, sitzt zu den Ziegen. Und in 15 Minuten bist du runtergefahren. Sie sind eigentlich, wenn sie mal kastriert sind, relativ ruhig. Bei den Ziegen, bei den weiblichen Ziegen, die haben doch ihren Zyklus. Und das merkt man doch auch, wie bei uns. Und bei den Böcken, wenn sie kastriert sind, ist es wirklich schön mit ihnen. Die Tour ist zu Ende. Am unteren Gebris wird Rast gemacht. Erstmal die Tiere versorgen. Es war mega toll, auch also sie zu führen, sie manchmal gehen zu lassen. Es war einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Und wie fand Lili die kleinen Böcke? Ich fand es toll mit den Ziegen. Willst du es nochmal machen? Du? Ja. Zur Krönung des Tages gibt es Eis. Selbstgemachte Glacetorte von der Gastwirtin. Na, da lernt man auch nebenbei ganz was fürs Leben, warum Frauen manchmal zickig sind und dass Ziegen ganz schön brav und stark sind. Jetzt kommen unsere Service-Reisen-Infos mit Preisen für Verpflegung und Übernachtung. Die Unterkünfte im Appenzeller Land, die sollen ja für Schweizer Verhältnisse bezahlbar sein. Gucken wir mal, was das konkret heißt.
Die schnellste Autoroute führt von Kassel aus über Würzburg nach Appenzell, von Frankfurt aus über Stuttgart. Von Kassel sind es rund 550, von Frankfurt 450 Kilometer. Die Fahrzeit liegt zwischen 5 und 6 Stunden. In der Schweiz wird eine Maut fällig. Die Vignette gilt ein Jahr und kostet 35,75 Euro. Unsere Empfehlung, die Vignette schon im Vorfeld online bei der Deutschen Post oder bei einem deutschen Automobilclub kaufen. Mit der Bahn beträgt die kürzeste Fahrzeit von Kassel nach Appenzell rund 7,5 Stunden. Ab Frankfurt dauert es 6 Stunden. Der Normalpreis für eine Hin- und Rückfahrt nach Appenzell beträgt ab Frankfurt 139, ab Kassel 168 Euro. Tickets zum Sparpreis gibt es ab 99 Euro für beide Strecken. Lufthansa bietet Flüge ab Frankfurt nach Friedrichshafen am Bodensee ab 180 Euro hin und zurück. Ab Friedrichshafen sind es dann noch rund 80 Kilometer bis nach Appenzell. Die Währung in Appenzell ist der Schweizer Franken. Für einen Euro bekommt man derzeit rund 1 Franken und 13 Rappen. Die Preise für ein Doppelzimmer pro Nacht inklusive Frühstück liegen für eine 2-Sterne-Unterkunft zwischen 110 und 160 Euro, in einem 3-Sterne-Hotel zwischen 130 und 200 Euro und in einem 4-Sterne-Haus zwischen 140 und 280 Euro. Etwas kostengünstiger und familienfreundlich ist der Aufenthalt in einem Feriendorf von Reka, der Schweizer Reisekasse. Die Übernachtung in einer Ferienwohnung auf einer der Anlagen kostet für 2 bis 3 Personen ab 480 Euro pro Woche und für 4 Personen ab 760 Euro pro Woche. Wer 3 Nächte oder länger in der gleichen Unterkunft in Appenzell und Umgebung nächtigt, kommt in den Genuss der Appenzeller Ferienkarte. Die meisten Hotels, Berggasthäuser und Ferienwohnungen geben die Karte kostenfrei auf Anfrage an ihre Gäste aus. Mit der Karte hat man freie Fahrt mit Bus und Bahn und freien Eintritt in einigen Museen oder in einer Schaukäserei. Ebenfalls empfehlenswert ist Oscar, die Gästekarte der Ostschweiz. Ab 2 Übernachtungen bekommen Sie Oscar für 3 Tage gratis. Ansonsten kostet die Karte für Erwachsene 10 und für Kinder 5 Euro pro Tag. Mit der Karte sind zahlreiche Attraktionen kostenlos. Unser Preisvergleich. Ein Kaffee kostet in Appenzell im Durchschnitt 3,60 Euro, ein Mineralwasser 4 Euro, ein Bier 4 Euro und ein Wurstsalat etwa 16 Euro. Unser Buchtipp, der Roter Wanderführer Appenzeller Land, die schönsten Tal- und Höhenwanderungen, 2017 für 14,90 Euro erschienen. Weitere Informationen rund um die Reiseplanung erhalten Sie unter appenzell.ch oder unter appenzellerland.ch. Und alle Infos aus dieser Sendung gibt es wie immer bei uns im Internet zum Nachlesen. Das Appenzeller Land ist, wie schon gesehen, ein Paradies für Wanderer. Und ganz besonders der stark zerklüftete Alpstein mit seinem höchsten Berg, dem Sentis. Das Gebirgsmassiv hat für jeden was zu bieten, nicht nur für geübte Wanderer und Kletterer, sondern auch für diejenigen, die nicht so gut zu Fuß sind, denn mehrere Seilbahnen führen nach oben. Wir nehmen die Bahn von Wasserauen auf die Ebenalb und von dort wandern wir ganz gemütlich, aber nicht weniger spektakulär zum Escher, einem wirklich grandios gelegenen Berggasthof. Dort oben ist man nicht direkt alleine, aber es verläuft sich ganz gut. In der Gondel kann es dagegen schon mal eng werden. Eine volle Gondel muss man in der Hauptsaison hinnehmen, denn viele nutzen gern die bequeme Fahrt von Wasserauen zur Ebenalb. Von hier ist es nicht mehr weit zu einem der berühmtesten Orte im Alpsteingebirge. Ein 20-minütiger Weg liegt vor uns, auf dem mich Susanne Köbener begleiten wird. Sie ist Wanderführerin und regelmäßig im Alpstein unterwegs. Die Ebenalb liegt mit einer Höhe von 1644 Höhenmeter auf einem Grat, der sich bis zum Sentis-Gipfel erstreckt. Tief im Tal gelegen, der Seealpsee. Hier sind wir natürlich an einem wunderschönen Plätzchen. Hier ist ein wunderschöner Platz. Man sieht die 3 Bergketten. Wir sind hier auf der nördlichen Bergkette. Diese zieht sich über den Schäfler bis zum Sentis hoch. Dann die mittlere Bergkette mit Alpsiegel, Marwes
und ganz die südlichste Bergkette vom Hohen Kasten her zu Staubern bis zur Sachsenlücke. Hier den Semtis, den höchsten Berg, der 2504 Meter hoch ist. Und da gibt es einen schönen Spruch dazu, einen Wetterspruch. Hat der Semtis einen Hut, wird das Wetter gut. Hat der Semtis einen Degen, wird es regnen. Das ist auf Hochdeutsch. Hat der Semtis einen Hut, wird das Wetter gut. Hat der Semtis einen Degen, wird es regnen. Uns zieht es nicht auf den Semtis, denn ich möchte mit Susanne zum legendären Wildkirchli und weiter zu einem der spektakulärsten Gasthäuser der Welt. An dieser Felswand klebt der Weg. Sieht ziemlich gefährlich aus. Er ist aber gut und sicher ausgebaut und führt zuerst durch eine Höhle. Unterirdische Wasserläufe haben den Kalk im Laufe von Millionen von Jahren chemisch zersetzt und nach riesige Räume geschaffen. Knochen von Höhlenbären, die inzwischen ausgestorben sind, wurden hier gefunden und auch Schneidewerkzeuge aus der Zeit der Neandertaler. Am Höhlenausgang dann die Rekonstruktion einer Einsiedelei. Das Eremitenhäuschen ist eigentlich der Ursprung des Wildkirchlis. Das wurde so entdeckt. Das ist der Pfarrer Paulus Suhlmann, der diese Stätte entdeckt hat. Er hat das als Kraftort empfunden und hat dann Mitte 17. Jahrhundert selber 2 Jahre hier gelebt. Und dann hat das noch 200 Jahre angehalten. Bis 1853 sind verschiedene Eremiten, die hier gelebt haben. Nur wenige Meter weiter, die Höhlenkapelle, das eigentliche Wildkirchli. Traditionelle Feste, Hochzeiten und Taufen finden hier statt. Schon Pfarrer Ullmann hatte hier Gläubige empfangen. Er hat hier gewisse Heilkraft gespürt. Es war für ihn ein Kraftort. Also so ist auch die Wallfahrtsstätte entstanden. Und wenn man ein bisschen hier bleibt in der Kapelle, also ich bin ja viel hier oben, aber ich spüre, wie man hier zur Ruhe kommt. Oder? Das ist so ein behütetes Höhlendach, das gibt so einen speziellen Rahmen. Und trotzdem hat man den Weitblick. Hier kann man durchatmen und alles vergessen. Auch ich bin berührt von der Atmosphäre. Und das, obwohl hier wirklich viele Touristen unterwegs sind. Früher führte der Weg ohne Geländer an der Felswand entlang, zu einer einfachen Alphütte, die die Wallfahrer bewirtet hat. Oh, 1850, mit zunehmender Entwicklung des Alpentourismus, baute man an der Stelle den Escher. Er ist damit eines der ältesten Gasthäuser der Schweiz. Und er ist bekannt für seine Rösti. Was findet Susanne Köbener am besten am Escher? Die feine Rösti zum Essen. Ja. Und einfach die Atmosphäre. Ja, ich finde es hier all wieder wunderbar. Mit dem Berg rundum an der Felswand. Ja. Viele berühmte Leute waren schon hier. Graf von Zeppelin, Hermann Hesse oder auch Tina Turner. Wir wären gerne länger sitzen geblieben, an einem der sicherlich schönsten Orte des Appenzeller Landes. Rösti, Molkebad und Schweizer Whisky, das alles mit grandioser Aussicht. Wenn Sie mehr Schweiz möchten, dann empfehle ich Ihnen am kommenden Freitag um 20.15 Uhr vom Bodensee ins Alpsteingebirge eine Reise durch die Ostschweiz hier im hr-Fernsehen. Wir sehen uns am Donnerstag bei Service Gesundheit wieder. Da geht es um die Schaufensterkrankheit. Die hat nichts mit gemütlich Bummeln zu tun, sondern ist vielmehr eine schmerzhafte Durchblutungsstörung in den Beinen. Wir zeigen Ihnen, was dahinter steckt und was hilft. Einen schönen Feiertag. Und bis dann. Tschüss.